Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Stardew Valley. Morgen wird perfektes Wetter für das Sterntaler Fest, Volksfest von 9 bis 15 Uhr. Yay, die Wahrsagerin sagt heute, die Gasse sind leicht verstört. Das Leben vom Land. Hast du schon einen Zapfhahn? Ja, geschickte Sammler wissen, wie man einen baut. Du kannst sie in jeglichen Baum anbringen, die überall wachsen. Bäume produzieren Ahornsirup, Eichenharz und Kiefern bringen Holzteer. Sirup ist am wertvollsten, aber alle Baumerzeugnisse haben ihren Nutzen. Oh, hallo Jody. Kira. Den ganzen Weg hier hochzulaufen, spart mir den Besuch im Fitnessstudio. Jedenfalls, ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, heute Abend mit uns zu essen. Du musst nicht, aber wenn du dich doch dazu entschließt, könntest du eventuell einen Forellenbarsch mitbringen. Genau, einer dieser großen, schleimigen Fische aus dem See. Ich brauche einen für den Eintopf, den ich vorbereiten will. Okay, also, Beginn ist bei unserem Haus um 19 Uhr heute Abend und vergiss den Forellenbarsch nicht. Bis dann. Okay. Oh, schön, da ist noch ein Kürbis. Cool. Hi Kira, ich wollte dich nur an das Stardew Valley Volksfest morgen erinnern. Vergiss nicht, deine neuen Gegenstände für deine Aufgabe mitzunehmen. Das Fest beginnt um 9 Uhr am Stadtplatz. Wir sehen uns dort. Oh ja. Dich lasse ich drinnen. Das muss ich mal schnell sortieren, ne? Nö. War natürlich klar. Ich habe mir im Vorfeld schon ein paar Gedanken gemacht, was ich gerne mitnehmen möchte. Und von daher denke ich, werden wir das eigentlich relativ gut hinbekommen und viele Punkte sammeln. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, und zwar bräuchte ich auf alle Fälle den Stoff, nehme ich mal mit, ne? Genau, jetzt pass mal auf, jetzt müssen wir bloß gucken. Goldener Käse ist mehr wert wie das da. Hatte ich irgendwo noch Fische? Das sieht so mau aus mit den Fischen. Das ist ja krass, vielleicht sollte ich dann echt mal gucken. Dreifach Espresso fürs Essen. Also, pass auf, jetzt müssen wir hier... Ich lasse sie da, sagte sie. Und nahm sie dann doch mit. So, wir brauchen die Entenfeder. Wir brauchen den Stoff. Oder ein großes lilanes Ei. Das ist, glaube ich, egal. Die Käse. Käse müssen wir mitnehmen. Die Käse nur, wenn der lila ist. Okay. Den Dreifach Espresso fürs Kochen. Der bringt gut Punkte. Fische wären natürlich am besten lila. Ich lasse jetzt mal den Katzenfisch drinnen. Eine Feenrose guter Qualität oder den Pfefferling lila, ne? Das wäre wahrscheinlich noch besser. Den Diamanten, okay, ja, das kriegen wir doch hin. So, pass auf, jetzt machen wir die Schuhe damit rein. Der Rest kommt eigentlich woanders hin, ne? So, räumen wir das gleich nochmal ein bisschen auf. Guck mal, wir haben hier noch Mais. Ich bin gespannt, ob wir genug zusammenkriegen. Oh je, sieht aber tatsächlich leider nicht danach aus, ne? Yeah, blöd. Das ist natürlich nicht so schön. Oh, wir haben heute aber mal volle Energie. Na, das ist ja mal was, ha? 1, 2, 3, 4, 5. Dann können wir jetzt hier mal gießen. Perfekt. Genau, dann machen wir das nämlich alles in die Kiste rein, was wir für morgen brauchen. Und dann müssen wir morgen bloß gießen und dann können wir schon direkt los, ne? Das ist gar nicht so schlecht, wenn man das alles ein bisschen vorbereitet hat. So, dann müssen wir natürlich auch hier die Reihe nochmal ein bisschen gießen. Schön, dass die Kürbisse jetzt gleich schon ein Stück weit ausgewachsen sind. Also ein Stück gewachsen. Ausgewachsen sind sie natürlich bei weitem noch nicht. Aber, hä? Holz könnte hier rein, ne? Ach, wir haben noch gar keinen Rubin. Oh. Ach doch, wir hatten einen und den haben wir aber abgegeben. Ich erinnere mich dunkel. So, dann können wir hier die Sachen reinmachen. Die Sachen erstmal nochmal rein, das da rein. Okay, und da habe ich jetzt nichts mehr. So, dann pass mal auf, dann machen wir das jetzt so. Wir brauchen... Nee, wir nehmen den lilanen
lilanen Pilz oder lilanen Pfifferling. Die geben mehr Punkte. So, wir brauchen eine goldene Feenrose, nehmen wir dann mit. Und hier brauchen wir, oh, ich habe gar keine goldene Melone mehr. Ah, das ist ärgerlich. Wir brauchen, dann muss ich nochmal gucken, was wir da am besten nehmen als Obst, als Frucht, weil da haben wir ja tatsächlich eigentlich gar nichts mehr, weil die Preiselbeeren sind es, glaube ich, nicht, die da gut was wert sind, ne? Und die Erdbeeren, da habe ich auch nur noch, eieiei, warte mal, das muss ich mal schnell, Früchte, Goldqualität, denke ich. Was anderes macht jetzt gerade gar nicht so Sinn, ne? Melone, Granatapfel, Rhabarber, Sternfrucht. Wo ist unsere Sternfrucht? Da, dann nehmen wir die. Das ist auch gut. Das sind immerhin 6 Punkte. Das ist, glaube ich, jetzt im Moment gerade das Beste, was ich geben kann. Im Notfall hätten wir auch Preiselbeeren nehmen können, aber so ist es dann besser. So. Dann packen wir das mal damit rein. Zap, zap. Na, siehst du, dann ist es doch hier schon mal soweit ein Stück weit erledigt. Herbst, da kommt die Wildpflaume noch mit rein. Genau. Die bringen wir runter. Und dann gießen wir hier gleich noch weiter. So, aber dann haben wir für morgen soweit schon alles vorbereitet und müssen nicht halt noch morgen früh Ewigkeiten suchen. Zumal wir jetzt dann noch einen Forellenbarsch angeln müssen. Ich weiß nämlich nicht, was wir unten in der Kiste haben. Ich habe unten ja die Kiste am kleinen Teich zu stehen. 1, 2, 3, 4, 5. Und genau, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, welchen Fisch ich da jetzt drinnen habe. Wir brauchen aber auf alle Fälle ja, einen guten. So, dann machen wir das jetzt so, dass wir hier gießen. Hm, ich will es nicht verschreien, aber im Moment läuft es ganz gut mit der Maus. Hä? Im Moment, ja, weigert sie sich nicht ganz so sehr. Schön. So, perfekt. Gut. So, dann wird erstmal wieder ordentlich Baby. Okay. Da hinten ist noch ein Entchen. Und da sind meine Kühe. So, große Milch, sehr schön. Nochmal Rosinen. Ja, dann machen wir doch gleich wieder Rosinen rein. Dann haben wir das Problem nicht, ne? So, die heben wir hier auf. Ja, gucke mal hier. Dann nehmen wir den mit. Der gibt nämlich richtig gut Punkte. Das ist doch super. Perfekt. Dich habe ich jetzt schon, Monika. Und jetzt brauchen wir noch dich hier, ne? Genau, große Milch. Perfekt. So, und jetzt habe ich hier irgendwas. Hey, hier ist gar nichts drin, ne? Da ist gar nichts Gescheites drin. Die Schnecke ist für Vincent, falls wir ihn treffen sollten. Genau. Das Problem ist nämlich, dass die Mayonnaise, die gibt ja auch nicht, die gibt leider nicht genug Punkte. Also die gibt schon auch gut Punkte, aber das lila Ei ist besser. So. Okay, warte mal, das da. Das da. Das da. Das da. Das da. Und dann brauchen wir bloß noch Diamanten. Na schau, dann ist das schon mal erledigt. Dann können wir jetzt angeln gehen und gucken mal, ob wir den Forellenbarsch bekommen. Wir machen nochmal ein bisschen Kupfer rein. So. Sehr schön. Milch. Dann nehmen wir jetzt erstmal eine normale Milch und packen die da rein. So. Sehr gut. Er macht schon einen Unterschied, wo du läufst, ne? So, und dann brauchen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, und der Diamant. Davon haben wir nämlich so viele, dann passt es. Na, schau einer, guck. Dann haben wir das doch schon mal so. Jetzt können wir das eigentlich verkaufen. Perfekt. Die Hasenpfote müssen wir natürlich aufheben. Die dürfen wir nicht einfach rausgeben. So, euch kann ich schon mal hier lassen.
Ich muss ihn mitnehmen, ja. Und wie gesagt, wenn ich jetzt noch einen Forellenbarsch finde oder was, ne, dann nehmen wir natürlich den. Der macht mehr Sinn. So, jetzt schnappen wir unser Pferdchen und dann flitzen wir das mal nach oben. Und dann gucken wir mal, ob wir eventuell den schon bekommen. Am besten wäre es, wenn wir zwei fangen. Vielleicht haben wir ja doch das Glück und können einen lilanen machen. Also einen lilanen fangen. Das wäre mega gut. So. Na dann gucken wir mal, was das heute so ergibt. Stehe ich im Weg? Nee, ne? Ich glaube nicht. Gut, ich glaube, das ist kein Forellenbarsch. Das müsste so ein Kaulbarsch sein, oder? Nee, ein Karpfen. Okay, die gibt es tatsächlich. Also rund um die Jahreszeiten. Die gibt's immer. Okay. Sehr schön. Noch einer. Ups. Blöd. Ja. Das ist jetzt nicht so praktisch. Ich hätte gern den Forellenbarsch. Ich meine, die gibt es ja eigentlich den ganzen Tag, ne? Ja. Oh, das war daneben. Und ich hoffe ja, dass wir irgendwann mal Level 10 kriegen im Angeln, ne? Damit wir da ja ein bisschen mehr Geld verdienen von den Fischen. Oder an den Fischen eigentlich, ne? Schon wieder nur ein Karpfen? Das ist jetzt irgendwie mau. Das ist nicht cool. Also schön, dass wir perfekten Fisch haben. Aber ich müsste mal die hier so ein bisschen fällen. Generell müssten wir auf alle Fälle gucken, dass wir uns um Holz nochmal kümmern, weil es wird langsam ein bisschen wenig. Wir probieren mal. Oh, eine mysteriöse Kiste. Das freut mich natürlich sehr. Wir gucken mal, dass wir hier unten mal angeln. Vielleicht habe ich da mehr Glück mit den Forellenbarschen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich hier ganz gut angeln können. Schade. Ich habe jetzt kurz überlegt, ne? Aber ein Zwergwels. Ja, sehr gut. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Na, kriegen wir ihn? Oh, perfekt. Sehr gut. Ja, das ist einer. Jetzt würde mich interessieren, das ist sogar schon ein lilaner. Dann können wir den nämlich statt dem Katzenfisch nehmen. Der bringt nochmal einen Punkt mehr. Das ist super. Das ist hervorragend. So, und jetzt brauchen wir noch einen zweiten für die Suppe heute Abend, ne? Guck dir an, ne? Es ist doch ein bisschen abhängig davon, wo man steht, scheinbar, ne? Und drüben nur Karpfen, hier Karl, also hier ne, drüben Kaulbarsch und sowas und hier dann, oh, doch ein bisschen. Ich will die Kiste diesmal mitnehmen. Der Fisch ist nicht so schwer, den kriegen wir. Sagte sie und die Maus versagt. Ja, genau. Gott sei Dank. Puh, Glück gehabt. Jetzt gib mir auch was Gutes, ne? Oh, Juwelen des Meeres. Fischereischatztruhen haben eine Chance, Roggen zu enthalten. Das ist hier das Fischeier. Cool. Okay, nett. Das war nix, ne? So, 14:30. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde schon gerne wirklich den Fisch mitnehmen. Einen Katzenfisch kriegen wir heute natürlich nicht mehr. Und so. Okay. Lass uns doch mal hier unten noch ein bisschen angeln. Vielleicht ist es da noch mal ein bisschen besser. So. Der muss ja dann noch nicht lila Qualität haben. Da reicht ja, wenn wir dann Goldqualität haben. Hauptsache, es ist einer, weißt du? Ja, okay, dann angeln wir halt hier vorne mal. Ist auch nicht so schlimm. Oh Gott. Was bist denn du für einer? Das hast mich ganz schön irritiert, Mensch. Dass du jetzt hier so rumhüpfst.
Oh, ein Forellenbarsch. 33 cm lang. Oh, wie süß. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Na, siehst du, der ist doch perfekt für die Suppe. Also muss ja gar keine mega gute Qualität sein. So, pass mal auf. Und jetzt gehen wir nochmal. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ne? Wir haben ja noch einen kurzen Moment Zeit. Na, guck dir das an. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach nochmal kurz gucken, ob... Oh, wir haben eine neue Quest, ne? Ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen nach, genau, euch gucken. Für die Kohle. So. Oh, da unten sind sehr viele. Sehr schön. Oh ja. Genau. Perfekt. Und eine gefrorene Truhe. Boah, cool. Sehr nice. Gefrorene Träne, nicht Truhe. Was ich mit einer Truhe habe. Jesus. Was? Mal gucken. Guck einer an. So. Ja, perfekt. Ja, nicht weglaufen. Kommt ruhig her. Ich will bloß ein bisschen Kohle farmen. Oh, sehr schöne Bombe. Jo, sehr gut. Das reicht mir auch schon wieder und habe auch wieder 3-4 Slimes mitgenommen. Das ist wichtig, ne? Dass wir da punktetechnisch einfach ein bisschen vorankommen. So, jetzt ist es 16:50 Uhr. Okay, das heißt, wir gehen jetzt nach unten. Schauen wir, was wir für eine neue Quest bekommen können. Ne, so eine Wochenquest. Und dann... wäre jetzt die Überlegung, nimmt die jetzt dann den lilanen Fisch oder den weißen Fisch? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich bringe meinen Fisch mal schnell nach Hause, bevor ich rübergehe. Nicht, dass die jetzt dann den lilanen Fisch nimmt. Das wäre ärgerlich. Oder ob ich es mir aussuchen kann, ich weiß es tatsächlich nicht, deswegen... gehen wir mal lieber auf Nummer sicher. So, pass auf. Aber das ist ja schnell gemacht. So, zack. Den hier rein. Und der Rest, der passt dann erstmal. Mhm. So, da ist keine Quest. Aber unten. Oh, wir waren gestern gar nicht mehr am Meer, ne? Aber ich habe, doch habe ich jetzt dabei, was ist denn hier? Gas, berühmtes Omelett. Ich habe den Drang, mein berühmtes Riesenomelett zu machen, aber ich brauche 2 Dutzend Eier. Oh, das ist cool. Aus unbekannten Gründen ist die lokale Bevölkerung der Tiger von Tigervorhallen auf ein nicht mehr tragbares Niveau herangekommen. Nee. Aber ich brauche 2. Nimmt sich die... ja... das machen wir, weil wir ja so viele Eier haben, dass wir das im Prinzip schon ja fast abgeben können. Ach so, nein, ich muss sie auch noch sammeln. Oh, verdammt ich. Na gut, das habe ich jetzt nicht gewusst. Oh. So, ich wollte jetzt hier eigentlich mal schnell noch... na gut, okay, das macht nichts. Vielleicht kriegen wir sie ja. So. Ist da jetzt überall was drinnen? Nee, in der letzten ist nichts drinnen. So, den Rest lassen wir stehen, weil wir müssen ja um 19 Uhr. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm, wenn wir jetzt nicht Punkt 19 Uhr da sind, sondern erst 19.10 Uhr. Oh, das weiß ich natürlich jetzt nicht, was sie dazu jetzt sagen, ne? Ah, Gott. Puh, Glück gehabt. Oh, hi Kira, komm rein. Riech ich da frischen Fisch? Mhm. Sam, könntest du herkommen und mit dem Abendessen helfen? Jawohl, gnädige Frau. Wow, das sieht nach einem Spitzenbarsch aus, Kira. Vielen Dank, dass du ihn mitgebracht hast. Okay. Hm, dieser knusprige Barsch war lecker. Die Panade war nicht von dieser Welt. Ich fühle mich schon fast wie ein Teil der Familie. Okay, das war's jetzt. Okay. Na gut, dann
haben wir ja noch genug Zeit für andere Sachen. So. Dann holen wir natürlich die Muscheln auf alle Fälle noch. So. Dann den Seeigel. Ach schön, da ist noch eine Venusmuschel. Sehr, sehr nice. Ich glaube, die braucht man dann für irgendwelche Rezepte, ne? Für irgendwas braucht man sie. Inventar voll. Gut, dann bringen wir das mal ein Stück weit nach Hause. Und dann müssten wir mal schauen, ne? Dass wir dann mal vielleicht anfangen mit den Wegen. Ah, hier komme ich wieder nicht durch. Ich habe überlegt, ob wir auch so einen Steinweg machen. Kein Platz mehr. Okay, dann machen wir es so. Heute jagt aber auch wieder eine Szene die andere, ne? So spät noch auf. Hier, ein kühles Bier. Ich mag kein Bier. Puh, Leben. Hast du jemals das Gefühl, dass du bei jeglichen Vorhaben einfach nur scheitern wirst? Als würdest du in irgendeiner elenden Leere so tief feststecken, dass du nie wieder daraus entkommen kannst. Egal wie sehr ich mich anstrenge, ich habe das Gefühl, ich bin nicht stark genug, um aus diesem Loch zu klettern. Hey, eine schnelle Trinkerin, eine Frau ganz nach meinem Geschmack, nach meinem Herzen. Mach es dir nur nicht zur Gewohnheit. Du hast immer noch eine Zukunft vor dir. Oh, meine Leber fleht mich an, aufzuhören. Lassen wir es für heute gut sein. Man sieht sich, Kira. Was wohl passiert ist, dass es so abstürzt? Der Arme. Tut er mir ja schon ein bisschen leid, ne? Also ich mache ja Sam eigentlich schon lieber, ne? Aber ich muss schon sagen, Shane hat halt irgendwo auch so ein bisschen was, weil der durch sein Alter einfach doch nochmal eine ganz andere Klasse hat, ne? Und ich meine, ich bin halt keine 15 mehr, ne? Oder sowas, ja? Also das ist einfach mal Fakt. Oh, Honig. Warte mal, Scheibenkleister. Was nehmen wir denn für einen Stein hier? Den Steinweg. So, pass mal auf, jetzt machen wir das mal so. Und pflanzen den mal hier hin. So, dann habe ich nämlich Platz und jetzt bin ich gespannt. Feenrosenhonig. Oh, wie schön. Ja, schon alles sehr, sehr tiefgründig. Ach, komm. So. Das ist doch gut. Hier ist noch ein bisschen was. Sehr schön. So, jetzt ist die Frage, hebe ich jetzt den ganzen Kladderadatsch auf? Oder eher nicht so? Ah, Forellenbarsch, nee, den haben wir ja schon weggebracht. So, dich muss ich jetzt hier lassen. Das, wie gesagt, das muss ich da unbedingt noch mal ein bisschen abändern. Oh Gott, ist hier viel Zeug drinnen. Okay, pass auf, dann machen wir das jetzt mal so. Wir verkaufen die hier und machen die da rein. Wo habe ich denn die Recyclingmaschine? Die habe ich oben, ne? Na, pass mal auf, dann nehmen wir die Recycling-Sachen doch mit und lassen die Sachen doch hier drinnen. Ne? Und dann können wir die irgendwann verkaufen, die Sachen. Ich glaube, so rum macht es mehr Sinn. Und die hier kann ich morgen einfach in den Kühlschrank tun oder sowas. So. Genau. Okay. Ich habe doch hier, genau, ich habe doch hier so Recycling. Perfekt. Da ist nochmal ein Käse.
Und dann machen wir nämlich einfach hier den Müll mit rein. Genau, ach guck mal, Jade. Sehr gut. Jetzt können wir das hier mal kurz so ein bisschen mischen, also neu machen. So. Na, siehst du, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Pass mal auf, dann machen wir jetzt hier nochmal 3 Gold über Nacht. Dann haben wir das nämlich auch. So, und dann wäre natürlich gut, wenn ich mir ein bisschen Stein mitnehme. Und dann bin ich jetzt einfach mal ganz geradlinig und pack mal diesen Steinweg, hätte ich gerne einfach so einmal mitten drunter. Ich bin gespannt, ob das was wird. So. Dann bräuchte ich hier, das hier müssen wir erstmal noch wegmachen. So. Genau, und dann fangen wir hier oben nämlich an. Dass ich erstmal so einen Grundweg habe. Und man bewegt sich ja auf den Böden schneller, ne? Oh. So. Jetzt geht's gut. Der Baum müsste ja trotzdem wachsen. Weil das weit genug weg ist und der Stall ist ja eh dahinter. Deswegen. So. Ich meine, wir können natürlich nachher wirklich alles auch noch versetzen. Ne? Ich habe ja, wie gesagt, überlegt, ob ich das Bauernhaus hier rüber hin tue, weil ich es hier einfach mit dem Wasserfall sehr schön finde. Das kann man dann auf alle Fälle gucken. Warte, so rum. So. Und jetzt haben wir hier nämlich das große Highlight. So, ist schon wieder Mitternacht. Na, herrlich. So, du kommst jetzt dann. Wenn die Pilze das nächste Mal gekommen sind, dann werden wir die mal abbauen und woanders hin tun. Hier oben ist eigentlich auch nicht schlecht. Hier oben wachsen die Bäume nämlich auch ganz gut. Da bräuchte man dann eben halt bloß einen Weg. Dann machen wir doch einfach hier einen hin. So einen Pilz. Genau, ne? Und dann kommt man da, glaube ich, ganz gut hin. Okay, so, jetzt ist schon wieder rum. Sorry, dass ich heute nicht mehr geschafft habe. Echt Wahnsinn. So, genau, aber ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Es war mir eine Freude, für euch zu spielen. So, pass auf, wir machen die Zeitung noch schnell hin. Und ja, ihr lasst es euch bitte gut gehen, bleibt gesund und munter. Und ja, ich freue mich dann auf morgen. Genau. Und dann bis dahin, ne? Oh, wir haben es abgegeben. Sehr schön. Genau. Morgen Sterntaler Fest. Yay. Juhu, ich freue mich voll. Also, bis dahin. Ciao, ciao.